Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück, meine lieben Ball- und Blutsportler da draußen in Blood Bowl 2. Ja, der eine oder andere hat es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, dass ich wieder auf den Rasen des Blutes zurückkehre. Aber es ist tatsächlich passiert. Ich spiele heute Abend gegen Iconoclast und er ist auch schon da. Hallöchen, grüß dich. Hi, Merv. So, Iconoclast und ich sind jetzt hier zwei der, ich glaube insgesamt, wie viel sind wir eigentlich überhaupt? Hast du eine Ahnung? Ich glaube, wir sind auf jeden Fall mehr als voll. Wir sind, denke ich, 8. Ich bin mir selber nicht mal mehr so sicher. Der Taktikfuchs hat das ja alles organisiert und ich denke mal, wir sind jetzt bei der 8 angekommen. Okay, also auf jeden Fall sind wir über ein halbes Dutzend an Spielern. Eigentlich müssen es sogar deutlich mehr sein. Wir können jetzt gerade mal gucken. Spielplan 6, also es müssten eigentlich fast 12 Leute sein oder ist in Gruppe A nur 4 Leute drin? Egal, also auf jeden Fall, das hier ist die deutsche Wargamer Blood Bowl League. Das ist eigentlich nur so eine kleine Fun-Liga vom Taktikfuchs jetzt aufgemacht, in der auch der Hobby-General mitspielt und der hat mich wiederum eingeladen, ob ich nicht auch Blood Bowl spielen wollte. Und ich fand den Dialog so süß. Moment, ich muss das gerade eben mal raussuchen. Das ist nämlich deswegen so witzig, weil alle, die mich halt schon länger kennen in Sachen Blood Bowl, die wissen, warum das so witzig ist. Mal gucken, ob ich das gerade eben noch hinbekomme, das zu finden. Nicht so ohne weiteres. Also um das kurz mal zusammenzufassen, er hat gemeint, ob ich auch Blood Bowl kennen würde und hätte. Und da sagte ich ja und ob ich Lust hätte mitzuspielen und wie viel Erfahrung ich darin hätte. Und dann habe ich ihn erstmal aufgeklärt, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe auch den guten Iconoclast gerade eben so grob ins Bild gesetzt. Mal gucken, ne? Ich habe schon zum Hobbygeneral gesagt, und das sage ich jetzt auch zu allen anderen, wir haben eine jungfräuliche Mannschaft, da kann alles passieren, da ist völlig egal, wie gut oder wie erfahren jemand ist und vor allem, ich habe halt auch jetzt schon wieder eine Weile Pause gemacht, mit Zwergen habe ich sowieso nicht die krasseste Erfahrung. Deswegen denke ich mal, sind die Chancen gar nicht mal so unfair. Wahrscheinlich verliere ich das Spiel sogar, weil Elfenunion ist ein harter Gegner. Gucken wir mal gerade mal deine Mannschaft an, Iconoclast. Warum Elfenunion? Die Frage wird sich wahrscheinlich eine ganze Menge in meiner Community stellen. Nee, ich bin ja selber recht unbedarft, was Blood Bowl eigentlich angeht. So viel kenne ich mich da nicht so aus. Und habe dann zu Beginn der Liga ein Team gesucht, das einfach mal anders ist und möglichst extrem. Und weil so viele in die bashige Richtung gegangen sind, habe ich mir überlegt, gut, dann nehme ich mal das passigste und schnellste, was ich irgendwie finden kann. Und die Elfenunion schien mir da so rein in ihrem Ansatz. Habe sie dann noch mit einem lustigen Teamnamen versehen, alle meine Spieler nach Vogelbeobachtern, Ornithologen benannt und schon hatte ich mein Blood Bowl Team. Ah, wie Faunisten klecken. Ja, ich finde es so schön und so schön ironisch, dass ausgerechnet du mit der Elfenunion gegen mich antreten musst. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich meine Mannschaft gemacht habe. Denn meine Mannschaft sind die Krieger der Vergeltung. Die sind angelehnt an meinen YouTube-Let's Play, wo ich gerade eben in Total War Warhammer 2 mit den Zwergen einen Vernichtungskrieg gegen die Elfen führe, angelehnt an die Warhammer-Story des Kriegs der Vergeltung. Bloß bei mir heißt es Krieg der Vergeltung Reloaded. Die Zwerge tilgen die letzten Grolle, sozusagen. Und deswegen ist es so schön, dass das jetzt hier gleich so fließend weitergeht. Naja, wir sind auf jeden Fall gut zu Vögeln. Das musste ich nochmal vorher loslegen. Ah, jetzt verstehe ich, alles klar. Ja. So, an meine Zuschauer hier gerade noch gerichtet. Na, bis jetzt sind alle Namen, die ich hier ausgewählt habe für die Mannschaft, das sind alles meine Patreons. Also ich habe mich jetzt einfach mal an den Patreons hier orientiert. Der eine oder andere ist wahrscheinlich Blood Bowl affin oder kennt es zumindest und der andere wiederum eher nicht. Aber ich habe mich einfach genau an denen orientiert. Ihr seht jetzt hier, wer alles mit drin ist. Pastor Pinsy, Devil ist da, Tank ist da, Flex ist mit drin, Gorwin, Candy, Raker, Ate, Tucker, Hicks, Hooks und Hut. Ja, und demnach war die Mannschaft dann auch schon voll. Wir werden auch später natürlich noch jemanden hinzukaufen, nachdem wir uns einen weiteren Wiederholungswurf geholt haben. Momentan bin ich bei 2. Auch du bist bei 2, habe ich vorhin gesehen, Iconoclast, richtig? Richtig, ja. Und das heißt, dass auf jeden Fall, was das angeht, auch das Spiel komplett ausgeglichen ist. Ja, und ich würde einfach mal sagen, komm, bevor wir jetzt hier einfach zu lange rumlabern, geben wir den Leuten, was sie wollen. Blut und Rasen, oder? Vor allem Zwergblut. Ich hoffe, das ist eher Elfenblut. So, dann legen wir mal los. Ja, das ist auch, ja. Ich kann ja leider gerade eben gar nichts machen, tatsächlich. Du, glaube ich, auch nicht. Nee.
Wir springen gleich rein. Ich muss gerade eben ehrlich sagen, ich weiß gerade eben nicht mal mehr hundertprozentig safe, wie die Steuerung exakt geht. Das ist die größte Herausforderung für mich. Was macht nochmal? Was macht Linksklick, was macht Rechtsklick? Wir werden es herausfinden. Hans, ich soll die Jungs sortieren. Ja, das mache ich noch bei Gelegenheit. Ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze komplett übers Knie gebrochen gemacht habe. Denn der gute Hobbygeneral hat mir gemeint, so, hat gesagt quasi, dass es so demnächst losgeht. Er hatte mir keinen Zeitrahmen genannt. Und dann hat er mir, ich weiß nicht, ob es vorgestern war. Vorgestern meine ich, hat er gemeint, und hast du deine Mannschaft schon gemacht? So, wir wollen jetzt loslegen. Und ich so, was? Habe ich ganz, ganz schnell das gemacht und deswegen habe ich auch niemanden mehr fragen können. Und deswegen mich dann letzten Endes für die Patreon-Lösung entschieden und da die Namen quasi herausgepickt. Zumindest die Namen herausgepickt, von denen ich wusste, was sie für Pseudonyme haben. Ich wollte jetzt niemanden mit klaren Namen hinschreiben, ohne ihn zu fragen, logischerweise. Und ja, so kam das jetzt halt zustande. Nee, der ist zu teuer, Hans. Der Todesroller ist zu teuer. Okay, dann ja, dann gehe ich in die Verteidigung, wenn ich schon die Wahl habe. Warte mal, Steuerung. Genau das hier an. Dann gehst du dahin. Da, warte mal, wo ist denn der Blitzer? Geht dahin. Dann muss ich die Jungs dahin stellen. Ja. Oh mein Gott. Die Leute jetzt hier alle unterbringen, das ist vielleicht mal eine Aufgabe. Ich habe das Gefühl, mir fehlen Spieler. Nun habe ich ja erklärt, warum ich die Abifaunisten und die Elfenunion gewählt habe. Vielleicht magst du mir gleich erläutern, als Profi oder Semi-Profi, wie du zu den Zwergen gekommen bist. Das würde mich ja auch mal interessieren. Der Grund war tatsächlich die beiden Gründe. Der erste Gedanke war, die habe ich noch nie gespielt, wäre mal interessant. Und das würde irgendwie zu dem anderen Thema gerade eben passen. Das waren die zwei Gründe tatsächlich, die zueinander geführt haben. Und ich habe natürlich auch mich mit den anderen abgesprochen. Also ich habe geguckt, was wird gespielt und was wird nicht gespielt. Und dann habe ich auch Chipmunk gefragt. Chipmunk hat sich so, war hin und her gerissen, auch zwischen Elfen und Zwergen. Hat sich dann für Elfen entschieden, als ich ihn gefragt habe. Dann habe ich gemeint, du, dann mache ich die Zwerge. Ja, und dann einfach, dass man nicht 700 Skaven-Teams oder Elfen-Teams und so weiter und so fort am Start hat. Ne? Eine gewisse Abwechslung tut ja dem Spiel dann auch gut. So, warte mal, ich mache das sogar tatsächlich so. Da will ich das sogar noch eher so machen. Weil ihr dreckigen Elfen, ihr seid so fucking schnell. Egal was ich mache, es ist falsch bei euch. Ja, rot ist schneller. Das ist ja auch ein bekannter Grundsatz, den wir hier angewendet haben. Oh ja, wohl wahr. Dann machen wir es mal so, da musst du mehr Leute ranstellen. So, Elevage. Gut, und auf die Frage von der Zauberer vorhin, was ist Blood Bowl? Blood Bowl ist ein Fantasy-Football-Spiel, das normalerweise Tabletop-mäßig mit Figuren gespielt wird. Da misst man dann mit einem Zollstock aus, wie weit die Leute laufen können. Es gibt feste Regeln, die auch hier im Spiel einprogrammiert sind. Also wer wann den Ball hat, was ist passiert, wenn ein Ball geworfen wird, dann wird gewürfelt. Da finden ganz, ganz viele Würfel da unten statt. Das jetzt im Detail zu erklären, sprengt den Rahmen dieses Videos. Man muss im Grunde eigentlich ein komplettes Tutorial-Video dazu anschauen, um das zu verstehen. Und selbst dann weiß man wahrscheinlich nur die Grundzüge. Ich empfehle einfach zugucken und genießen und hoffen, dass sich hier irgendjemand den Hals bricht. Weil darauf läuft es ja hinaus. So, dann hauen wir mal das Ei da raus. Anstoß! Schneller Zug. Ja, das freut die Elfen höchstwahrscheinlich. Ja, das ist doch noch kein allzu schlechter Anfang. Gulfenhuf wünsche ich dann. Was heißt das denn bitte? Kennst du
wie heißt er denn, den schwedischen Blood Bowl-YouTuber, von dem habe ich mir ein paar Videos vorher reingezogen und in der Community ist es scheinbar üblich, Gulf and Hoof zu wünschen. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich kannte ein paar britische, aber ich muss leider zugeben, mir sind die Namen entfallen. Wie heißt er denn? Der Chat kennt, weiß es bestimmt. Der Ziegnor, genau, der arbeitet ja auch bei Paradox. So, ich muss mal gerade meine Fresse hier verschieben hier. So. Und wieder drin. Ich finde schon mal gut, dass das Spiel für dich mit einer 1 anfängt, by the way. Und Rüstungsbrecher wetten. Ah, doch nicht. Ich bin immer so ein Pessimist bei dem Spiel. Ich glaube, mit AV9 darf es eine Weile dauern, bis ich hier jemanden knack. Na du, das geht so schnell. Das geht so schnell, dass die Rüstung durchgeht. Oh, nice Stein. Ja, es ist jetzt die Qual der Wahl, ne? Da geht er down, da geht er down. Ne, meine 2 spare ich mir ein bisschen. Ja, das kann ich verstehen. Genau, die Paper Orks. Notch sagt das gerade eben richtig. Meine Paper Orks sind legendär. So, oder wie ich sie liebevoll nenne, die Waldelfen in Fettsuits. So, Zwerge wollen kuscheln. Das ist das, was sie am liebsten tun. Und dementsprechend werden wir uns auch verhalten. Ja, komm, gehen wir da hin. Dann schicke ich den da noch hin. Und zu viele darf ich gar nicht nach vorne packen. Den da vielleicht noch. Und jetzt schmieden wir mal drauf. Bam. Da ist leider nicht so viel passiert, wie ich mir gewünscht hätte. Da passiert leider auch nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Dann bleiben wir da stehen. Ist eigentlich schon fast die Gelegenheit, mal hier Nägel mit Köpfen zu machen. Auf der anderen Seite ist es unwahrscheinlich, dass es was bringt. Wie weit können die laufen? Relativ weit. Deswegen muss ich den jetzt hier mal zurückziehen. Raumdeckung hier betreiben. So. Du hast jetzt zum Glück keine Waldelfen hier am Start, deswegen mache ich jetzt hier mal was Keckes. So, mal gucken. Kuschelgroß und so. Schauen wir mal. Ich weiß, dass ich jetzt ein großes Risiko damit eingehe. Dann ist ja nicht so, dass ich das überbeurteilen könnte. Für mich ist das jede andere Aufstellung auch. Ich habe dafür noch gar kein Auge, aber da kommen wir noch hin. Lass mal überlegen, wie ich denn das Ganze jetzt überhaupt kapitalisiere. Bei Zwergen ist halt Stellungsspiel unfassbar wichtig. Siehst du, da geht's schon weiter. Ja. Und das ist jetzt halt fatal, wenn der Turn jetzt gleich endet. Ja, mache ich auch. Okay. Nimm den mal zurück. Wie zurück? Dann bist du wieder dran. Okay, ich sehe schon, dass ich dran bin. Wundert mich nur gerade eben der Move, aber okay, ja gut. Du hast ja selber schon gesagt, dass du da noch nicht so viel Erfahrung am Start hast. Und bam, da geht der erste schon mal Sternchen sehen zu Boden. So, dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit. Den fetzen wir mal schön da ein und bleiben da liegen.
Dann fetzen wir den mal hier. Oh, und der erste ist tot. Das kann passieren. Das ist jetzt gerade bei Elfen natürlich schmerzhaft. Was ist denn das für einer, der gestorben ist? Lineman. Ja, okay, nicht so wild. 60.000. Das geht noch, ja. So. Und du solltest den Chat lesen. Ja, Jubel, lol, tote Elfen, Sieg, OAE, OAE, 1-0 für die Zwerge. Ja, mein Chat zählt nicht die Touchdowns, weißt du. Übrigens, ich habe sie nicht so erzogen, die waren schon immer so. Da müssen wir leider durch mit Leben. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal so rum. Und räumen jetzt hier mal den Weg auf. So. Dann möchte ich da noch hingehen. Und dann da noch. Nein, das will ich nicht. Dann gehen wir da noch hin. Und folgen. Okay, also momentan habe ich die Situation ja weitgehend in Le Griff, ne, könnte man sagen. Könnte sogar noch einen Risikomove machen. Aber den würde ich nur ganz zum Schluss machen. So eine richtige YOLO-Kacke. Ja, lol, ey. Scheiße. Na, immerhin. Ja. Das ist die Art von Spiel, ey. Aber jetzt habe ich natürlich den taktischen Nachteil, dass ich nur noch einen Reroll habe. Ich glaube, das wirst du verkraften, Merp. Ja, ja, null ist viel schlimmer, glaub mir. Mhm. Da schubst du den armen Zwerg einfach. Einfach so. Das war so klar, ey. Und weißt du, das ist einer der Gründe, warum ich keine Elfen mehr spielen will in diesem Spiel. Das ist... Ich habe mir es einfach abgewöhnt, Elfen zu spielen. Genau aus diesem Grund. Weil es einfach eine Pest ist. Diese 1 kommt garantiert, dann wenn du sie nicht brauchen kannst. Ah, jetzt fängst du an auszuweichen. Langsam erinnere ich mich daran, wie man Blood Bowl spielt. Genau. Nach dem letzten genau, Tipp von mir, in der letzten Runde wäre das, also gut, du weißt es wahrscheinlich schon selber schon, dass es in der letzten Runde schon besser gewesen wäre, statt den Kampf aufzunehmen. Aber das Risiko halt jetzt, nachdem der Reroll weg ist, ist halt extrem groß, ne? Dass halt was schief geht. Wie weit können deine Leute im Zweifelsfall kommen? Ich sag mal weit genug. So gerade noch so. Ah, parken wir den mal hier hinten. Das ist alles so willkürlich bei mir, aber das muss jetzt der Chat ertragen. Ach du, das ist völlig in Ordnung. Die Leute wollen bloß Blut sehen. So. So, dann. Die liegen hier. Okay, dann stelle ich erstmal den da wieder auf. Denn der mag das so. Also egal, was ich mache, ist es auf jeden Fall ein Act, der getan werden muss. Gehen wir mal dahin, ja. Okay.
Buschelkurs geht weiter. So. Das hier ist wichtig. Das ist gut. Der geht raus. Das gefällt mir. Wie schön, dass da jemand auf YouTube followt. In dem Augenblick, wo die Glocke gläutet. So. Ja, und jetzt müssen wir Dinge tun, die mir gar nicht so sehr gefallen wollen tun. Too many rerolls. Possibly. Naja, wir können es aber auch so gestalten. So. Ja, das könnte man machen. Möglich wäre es. Die Frage ist, ob es so schlau wäre. Okay. Den einen mache ich immerhin. Dann. Versuche ich dich jetzt hier mal so ein bisschen zu beschäftigen. Ja, lol, ey. Ja, nee, ist, ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Typisch Blood Bowl, ey. Das Spiel hat sich auch kein Stück verändert. Ich unterstelle dem Spiel ja bis heute, dass es nur darauf wartet, dass man sowas macht und dir dann gezielt die 1 präsentiert. Ey, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier irgendwie... Ja, zugegebenermaßen, deine Situation ist jetzt natürlich eine, die man als unter Druck stehend bezeichnen kann. Ja, es ist eine freundliche Formulierung, ne? Ja. Mhm. Also sie ist noch nicht scheiße, aber auch nicht weit davon weg. Scheiße wäre sie, wenn das jetzt geklappt hätte mit dem Zwerg, ne? Weil du hast immerhin einen, der sich frei bewegen kann. Ja, ja, der alte Naffel, ey. Naffel ist der Gott der Würfelzauberer. Man macht ihn quasi in diesem Spiel im Grunde spielerisch dafür verantwortlich, wie die Würfel fallen. Hallo, Levistier. Ja, jetzt bist du bei 16 Yards. Also wirklich, vorwärts kommen wir nicht, ja? Aber na, das hätte man heute bei dem Spiel auch nicht erwarten dürfen, bei unserem Liga-Niveau, oder zumindest bei meinem Niveau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die meisten von euch also wirklich eher so Hobbyspieler sind, und ich persönlich habe mich früher auch als das bezeichnet, aber ich glaube, ich kann mich einfach aufgrund dessen, was ich gespielt habe, nicht mehr als das bezeichnen. Und wie gesagt, also ich habe ja auch im Hobby-General erklärt, und auch ich erkläre auch jedem, ja, gegen was sie spielen. Also also ich habe die Meisterschaft nie gewonnen, aber ich bin zweimal in die erste Liga aufgestiegen und habe einmal die Liga gehalten. Das klingt doch alles sehr accomplished. Ja. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? 1 Minute 42. Genau. Ja, außer sinnlos rumklicken mache ich hier gerade nicht so viel. Machen wir mal langsam was. Ja, das Beste ist, also ich weiß, man denkt erstmal nach und dann versucht man seine Leute irgendwie zu befreien. Das ist auch das, was ich dir empfehlen würde. Gucken, dass du die Leute da rauskriegst, in der Hoffnung, dass halt einfach jetzt nicht die 1 fällt. Guten Abend auch an Spont und an alle anderen.
Das ist halt das Gemeine in Elfenunion, den fehlt halt, ja genau, von Anfang an das Ausweichen. Ja, okay. Aber das Ausweichen würde dir ja gegen Zwerge ja nicht mal was bringen. Mit den ganzen bringen. Tackle ist es auch so richtig semi-optimal. Also man könnte jetzt sagen, du hast hier mit der Mannschaft hier direkt die Arschkarte, man kann aber auch argumentieren, es macht zum Glück keinen Unterschied, ne? So, dann ich mal sagen, jetzt Zeit hier mal ein bisschen zu kloppen. Gehen wir noch dahin. Mhm, dann stellen wir den Kollegen noch dahin. Du wirst gleich verstehen, warum. Das hat alles Methode. Jo. Okay, der macht sowieso nichts mehr. Und da war ja noch die Rüstung 7. Ne? Aber das Härteste an diesem Spiel ist in Wahrheit Rüstung 7. Rüstung 9 habe ich die Erfahrung gemacht in vielen, vielen Spielen. Das ist das, worauf du dich nicht verlassen kannst. Hauen wir es mal da drauf. Jawohl. Und da noch schmieden. Dann kann ich den da noch. Aber eigentlich sollte ich den da binden. Makes more sense to me. Okay. Und jetzt kommt da noch der risky Bullshit. Mal gucken, ob es klappt. Naja. Ist halt ein bisschen schieben, ne? Mit Zwergen kann man das halt ein bisschen machen, weil die halt Block haben. Okay, dein Turn. Ja. Draufsetzen mit Schwung, fordert Dixhooks. Ja, treten kann ich erst dann, wenn ich die Leute dafür frei habe. Ja, okay, also du hast echt kein Glück in dem Spiel. Du hast kein Glück in dem Spiel, halten wir das mal fest. So viele Einser, wie da jetzt schon passiert sind, sind schon echt übel. Deswegen nennen das Spiel auch, glaube ich, manche Leute den Rage Simulator. Da kommen wir heute auch noch hin. Ach, meine Leute sind Salz gewöhnt. Ich war, wenn es richtig mies lange Zeit lief, schon ein paar Mal echt salty in dem Spiel. Ja, die kamen ja immerhin alle gut raus, ne? Ja, wenn die halbe Mannschaft auf der Auswechselbank liegt, haben sie sich jetzt mal überlegt, sozusagen, das Exempel wurde statuiert. Jetzt haben sie genügend Anreize, das doch mal hinzubekommen. Was habe ich schon verloren, Stille Wolf? Ich weiß gerade eben nicht exakt, was du meinst. Also man käme theoretisch ran.
Dann gehe ich mal daran. So, da la. Das war wichtig. Ja, das ist gerade eben jede Menge Stellungsgeflickel hier. I know. Aber jetzt mache ich das da. Wow. Ja. Wow. Aber erklär mir mal als Anfänger, warum du an der Stelle dann nicht dein Reroll benutzt. Ganz einfach, weil ich den Reroll noch brauche. Ich habe momentan noch keine Gefahr, deswegen das Spiel zu verlieren. Man benutzt den Reroll nur dann, wenn er dir wirklich einen Unterschied machen kann. Oder wenn die Gefahr einfach zu groß wäre, ihn nicht zu benutzen. Aber momentan bist du noch nicht in Touchdown-Gefahr, zumindest in keiner realistischen. Die Leute, die einen Touchdown machen könnten, sind zwar in Reichweite, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Ball fangen, ist eher marginal. Und selbst wenn sie ihn fangen, ist es marginal, dass sie da rauskommen. Das ist der Grund einfach. Ja, Grim Reaper, ich erkläre natürlich jemanden, der fragt, warum ich was mache und warum ich glaube, dass das die bessere Entscheidung ist. Ja. Wüsste ich jetzt auch nicht wirklich, was ich hier noch großartig tun soll. Ich meine, es hilft mir auch nichts, wenn ich jetzt hier nur noch rumrangiere. Eigentlich das gleiche die nächsten Runden mache. Im Zweifelsfall Dinge ausprobieren. Oder einfach hoffen, dass crazy shit funktioniert. Ja, sowas zum Beispiel. Kann ich versuchen, das hier zu fangen? Hat nicht geklappt. Der Ball fliegt immerhin. Und er wurde sogar gefangen. Siehst du, das ist das, was ich meine mit crazy shit. Und jetzt klappt natürlich der ganze Mist und der Elf ist durch. Ja, danke für den Tipp mit dem crazy shit. Ja, das ist der Moment, wo man crazy shit machen muss. Ja, das ist halt so. Ja, also ich glaube, mit dem Turn bin ich jetzt relativ zufrieden. Ich meine, macht es jetzt Sinn, ihn noch weiter zu bewegen? Ich würde da sagen, eher nicht, ne? Es besteht halt noch eine minimale Chance, dass ich ihn halt angreifen kann. Das musst du dir halt einfach angucken. Also welcher von meinen Spielern noch rankommt, dann kann die Profis, die rechnen sich halt aus. Schafft er das oder schafft er das nicht? Und wenn auch nur eine minimale Chance besteht, ja, probiert man halt einfach den Touchdown. Genau. Und so bist du jetzt dann doch 1-0 in Führung gegangen. Mal gucken, wie lange das hält, aber ich bin immerhin der Meinung, ich kann heute besser einschlafen, dass ich wenigstens ein Tor gemacht habe, einen Touchdown gemacht habe und nicht nur einen toten Elfen habe. Ja, also wie gesagt, das hat schon Sinn gemacht. Oh, also, jetzt schreiben sie, no, boo. Das tut mir fast schon leid für deinen Chat, aber auch nur fast. Das glaube ich. Aber das ist alles nur Spaß, auch wenn sie was anderes schreiben.
Ja, es ist alles in Ordnung. Ich sehe es sportlich. Das hat aber schon Tradition bei mir, vor allem wenn jemand Elfen spielt. Du kannst mir glauben, wenn ich Elfen spiele, dann sind die auch gegen mich. Das ist so. Das liegt also jetzt nicht an dir. Schreiben sie, wie jetzt? Spaß? Ich weiß schon, dass ihr das todernst meint, Leute. Unser Hass gegen Elfen ist echt. Dann beweist es mir, indem ihr das Let's Play von meinen Zwergen, was ja gerade immer auf YouTube läuft, Leute, zu einem sehr erfolgreichen Let's Play macht. Dann glaube ich euch. Zuckerbrot und Peitsche. Genau. So, die Jungs dahin. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, wir sollten ja für den Taktikfuchs eigentlich ein paar Notizen machen. Ne? Der wollte ja so eine Sportschau so in so einem News-Format produzieren. Und der hat sich gewünscht, dass einer von den Mitspielern immer so ein paar Notizen macht. Das habe ich natürlich jetzt völlig verplant. Naja, er kann das Video bei mir angucken im Zweifelsfall. Er sagt halt, er hat halt keine Lust, sich die ganzen Videos komplett durchzuschauen. Okay. Und man soll sich das doch bitte irgendwie aufschreiben. Hat er zu mir nichts gesagt, also mir wurde nichts... Nee, er hat es in die Gruppe gepostet, in die Discord-Gruppe. Okay. Und da bist du vielleicht nicht so oft unterwegs. Nee, tendenziell eher nicht, einfach aus Zeitgründen, ja, tatsächlich. Ja, busy life. Exactly. Also wenn du da... schaffe ich es gerade nochmal einen Kugelschreiber ranzuholen? Wie lange brauchst du noch? Ich bin jetzt fertig. Ja, okay, dann wenn du gleich dran bist, dann beziehungsweise einmal ich durch bin, dann hole ich mal schnell einen Kugelschreiber. Hat Staunen in deinem sechsten Zug, ne? Ja. Eigentlich kann man Clips erstellen, Grim Reaper. Eigentlich geht das. Oh, schnapp den Shiri. Oh, jetzt fängt's an witzig zu werden. Lol. Ich hab das Ei. Entgegen all meiner Erwartungen. Ich hab das Ei. Okay. Dann weiß ich schon, wo ich hin muss. So, dann schmieden wir mal drauf. Na, also. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, wobei, ich mach das eher so. Oh, schade. Push, push, push. So. Ich habe einen Double Cage gebaut. Ach, guck mal, der hat nur AV8. Mal gucken, ob ich da was machen kann. Du meinst der arme Hut? Bitte tu ihm nicht weh. Oh oh. Oh ja. Genug. Er ist verletzt. Ja. Verpasst das nächste Match. Ist nicht so schlimm. Könnte schlimmer sein. Ja, der Slayer ist down.
got the Slayer down, we've got the Slayer down. Mhm. Ja, bis jetzt machen die leider einen echt guten Job. Mit nicht hinfallen. Zwischendurch, ne? Es ist bei denen sehr, ich habe den Eindruck, sehr stimmungsabhängig. So, ich realisiere, dass hier eine Option ist. Na gut. Reicht dir doch, oder? Theoretisch ja. Praktisch bin ich nicht zufrieden. Kann ich natürlich nicht sein, in Anbetracht dessen, was hier gerade passiert. Jetzt muss ich Risiken eingehen, die mir überhaupt nicht schmecken. War klar, war klar. Dafür hast du doch die. Ja, ja, aber das trotzdem. Aber es ist. Ich habe eine Doppel-1 gewürfelt, ne? Jedes Mal, wenn ich sowas versuche, passiert das. Es ist einfach nur. Ätzend. So. Jetzt gehe ich da noch hin. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch nachdenken, wo ich den hinschieben lasse. Ja, das war glaube ich nicht so smart. Naja, gut. Nee, du hättest dich tatsächlich reinschieben lassen können. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Na gut. Ja, einen Touchdown mache ich leider nicht mehr. Jetzt erst gerade eben gesehen habe. Schade. Ich diesen Move noch versuchen müssen. Ich sage, ich bin, was Zwerge angeht, nicht ganz so erfahren. Ich überschätze immer ganz krass ihre Bewegungsfähigkeit. Wie soll ich denn auf alles gehen, Leute? Ich komme da nicht mehr zum Touchdown. Geht ein Feld. Bin ich gespannt, was das noch wird. Ah, okay. Interessante Formation, okay. Da wird es auch gefoult.
Autschi. Aber nicht. Das finde ich jetzt nur fair. LOL! Achso, warum ich denn nur einen? Weil der da zwei gegen sich zwei hinten hat. Erstmal aufstellen sollen, ne? Na gut, okay. Wieder was gelernt. Richtig. Ja, das Doof ist jetzt halt jetzt echt, dass ich hier zu keinem Touchdown mehr komme, weil ich doof bin. Ja gut, dann hauen wir den Typen halt noch, ne? Aus Mangel an Alternativen. Ja, das hier wird nix. Dann greifen wir hier noch an. Das wird wenigstens was. Aber auch nicht so richtig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die haben die Samthandschuhe ja ausgepackt. Und du bist ja nicht mehr dran, wie ich sehe. Also machen wir einen Zwergenpass. Das gibt's echt nicht. Schon der erste Wurf verkackt. Ich finde den Schrei von dem auch so gut. So völlig unkontrolliert und richtig aus der Tiefe des Bauches. Yes! Das ist der größte Erfolg, den ein Zwerg hier geschafft hat. Er hat einen Pass geworfen. Ich fass es nicht, okay. Komm, jetzt machen wir noch crazy shit. Ballübergabe. Go. Einfach, weil es geht. Hätte ja gehen. Der Junge weiß echt, wie man den Ball fängt, ne? Okay, ich weiß, dass ich kein Dingens mehr habe. Aber... Das Volk will Blut sehen. Das willst du damit sagen? Es ist auch absolut notwendig. Bitte nicht pfeifen, Schiri, bitte nicht pfeifen, sonst werde ich traurig. Naja! Immerhin. immerhin. Ah. Oh Mann. Ja, leider bin ich 1-0 hinten. Für mich heißt es jetzt halt eigentlich nur noch versuchen, irgendwie jetzt in der zweiten Halbzeit den Touchdown hinzubekommen. Mit der guten alten Zwergenmasche. Und einfach nur unentschieden rausspielen. Ansonsten hätte ich es nicht gewinnen können, wenn du in der ersten Halbzeit das jetzt hier nicht den Touchdown gemacht hättest. Aber so sehe ich jetzt momentan kaum mehr eine Möglichkeit. Speichern den Spaß mal, dann baue ich das nächste Mal nicht wieder so. Obwohl, mir fehlt ja auch ein Spieler, ne? Ja, okay. Es gibt eine bessere Aufstellung als die. Confirm Setup. Es gibt eine bessere? Ja. Die sieht dann aus wie ein Flügel, weil deine hinteren Männer sind angreifbar. Das kann, und wenn du irgendwann mal sehr wertvolle Spieler hast, dann echt ein Problem werden, um es mal so auszudrücken. So. Ja, ich lass das so. Dann sind wir dran. Perfekte Verteidigung! Dann stelle ich den mal da hin. Warum kann ich den da nicht hinstellen? Ach nee, du bist der Verteidiger. Also ich hab glaube ich, hier gerade den Vorzug. Ja, du bist der Verteidiger. Scheiße. Da zeigen sie einen Zwerg, ne? Deswegen war ich gerade abgelenkt. So lange habe ich kein Blattmord mehr gespielt. So eine Scheiße aber auch. Ach ja. Das ist die Art von Spiel. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es ein dass der Ball in deine Hälfte fällt und es deswegen dann einen. Ah, wie heißt er denn? Wie heißt denn der Moment, wenn der Ball ins falsche Viertel geht? Der Moment, wenn der Ball ins falsche. Der Chat geht. Weiß es, der Chat weiß es. Bitte sagt's mir, Leute, wie heißt das? Wenn der Ball es dahin geht und ich bekomme ihn in die Hand. Dadurch. Touchback, genau, Dankeschön, Touchback, Arzent.
Der Touchback. Mein Gehirn ist gerade wie leer gefegt. Ich guck rein und da ist eine Wüste. Und selbst die ist verhältnismäßig leer. Ein weiterer Grund übrigens, warum ich mich dazu entschlossen habe, diese Liga mitzuspielen, war die Aussage von Hobbygeneral, dass hier ein Spieltag 14 Tage geht. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber einer der Hauptgründe war ja, dass es mir zu stressig wurde mit den Terminen. Aber 14 Tage halte ich für machbar. Ja. Jawohl! Das Leben ist schön! So gefällt mir das. So, so kann man arbeiten. So, das heißt, jetzt rücken wir mal da ran. Mhm. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Und jetzt fangen wir mal an zu hauen. Haue, haue, haue. Jawollo. War aber irgendwie enttäuschend. Mhm, mhm, mhm. So, dann hauen wir den da noch. Also. Bäm! Warum haben die eigentlich alle so komische Frisuren bei dir? Steht am Sponsor. Wir haben von drei Wettertaf und ein paar anderen Haargel-Ausstattern gesponsort. Finde ich gut, finde ich gut. Wir wussten auch gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Es war halt auch Vertragsauflage, ne? Wir müssen halt die Haare schmieren, sonst. Steht. Das ist halt Vertragsverstoß. Das kann ich absolut nachvollziehen. So. Hast du denn als lang erfahrener Blood Bowl-Spieler so eine Hausmannschaft, so eine, ein Team, von dem du sagst, das ist so dein Ding? Habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich, sehr erfolgreich war ich mit den Nekros, also Nekromanten. Aber das liegt halt auch so ein bisschen. Also ich muss, nee, also kann man so nicht sagen. Also es gibt Mannschaften, die ich nicht so wirklich mag, weil sie mir zu YOLO sind. Dunkelelfen vielleicht, aber Dunkelelfen würden viele Leute als für sie das Richtige empfinden. Deswegen würde ich das jetzt momentan eher verneinen. Dass es jetzt speziell an mir liegt oder so. So. Oh, du bist an. Schauen wir mal das Green Fest an, ne? Kaiser Nico sieht nur Nerd Talk. Wieso? klar, Nico, darf man das. Aber haben wir nicht einen Blood Bowl-Kanal dafür? Also wenn wir einen Blood Bowl-Kanal haben, Nico, dann schreib's doch lieber in den Blood Bowl-Kanal. Ich glaub nicht, dass ich ihn gelöscht habe. Kann auch sein, dass ich einen gelöscht habe oder umbenannt habe. Der Kanal ist noch da. Okay. Muss mal gucken, wo der ist. Also entweder im allgemeinen Bereich oder im Strategiebereich, Nico.
Hans hat's festgestellt. Kaiser Nico ist noch nicht freigeschaltet für den gesamten Discord. Der sieht bis jetzt nur den Eingangsbereich. Community Games, mein Tix, genau. Da kann es gut sein, ja. Das ist das, was ich so als allgemeinen Bereich bezeichne für Spiele, also allgemeine Spiele. Wie der gemacht hat. Als ob er sich freut, zwischen diesen ganzen Zwergen zu stehen. Da legt sich auch der Elf da nieder. Komm. Ach, sei froh, dass er gerade eben nicht gestorben ist oder so. Ich habe mal schon ein Spiel oder sowas verloren. Also ich meine so endgültig final verloren, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, halt tot. Genau. Exactly. Das ist doch Schiebung! Dann schieben wir einfach mal weiter. Ich hab's. Als ob ich's gewusst hätte, ne? Na, das ist ja auch eigentlich gewollt. Du hast ja gesagt, wir schieben dann mal weiter. Ja. Dann hast ja. du einen bekommen. Das ist der Moment, wo es Wahnsinn wurde. Na, endlich. So. Da erbarmt er sich. Dann hat er nicht mal den Anstand zu sterben. Ja, komm, ich leg mich hin. So, warte mal, komm ich da hin? Also er könnte angreifen. Er müsste Go for it machen. Ah, das ist halt gerade echt ein bisschen ätzend. Okay. Gut. Nee, dann gehen wir einfach da lang. Besser einen Meter gelaufen als keinen Meter gelaufen. Und in dem Fall waren es sogar zwei. Auch nicht so einfach. Das ist richtig. Und dann dreht sie ja noch ständig auf ihre eigenen Werte und so, ne? Das Problem kennt man ja als Mann in der Corona-Krise. Ich habe erst, die Leute waren gestern total irritiert, weil ich tatsächlich meinen Bart gekürzt habe. Der war inzwischen schon. Da habe ich meinen Bartschneider wieder gefunden. So, stimmt, da gab es ja noch Zivilisation. So, dann gucken wir mal, ob ich die jetzt hier mal ja so binden kann. Und dann bin ich mal so frei. Bloß kein Skull. Oh ja. I take it. Da geht er down. Schade, was? Genau. Ja, ich finde es auch schade. So ein rotes Kreuz hätte mir sehr viel besser gefallen. Ich habe oft genug gegen Zwerge gespielt und weiß, wie nervig sie sind. Außerdem habe ich ja die legendären OP-Shorties in der allgemeinen Leiter gespielt. Die so gut werden die wahrscheinlich hier nie werden. Bei meinen OP-Shorties hatte jeder einzelne Spieler unterstützen, selbst die Ballträger. Das hat dazu geführt, dass irgendwann mal in der Open Ladder keiner mehr gegen mich spielen wollte. Die Leute haben in Turn 3 irgendwann realisiert, was meine Mannschaft drauf hat und haben alle gequittet. Danach habe ich sie nicht mehr gespielt, weil ich es langweilig fand. Schiebung. Da will einer die Zwei-Linien-Verteidigung machen, oder wie ich es immer genannt habe, das Netz. Ja, der liegt ja auch verloren im Posten, ne?
Du musst deine Entscheidung, ob du ihn liegen lässt oder nicht. Aber ja, der liegt da so rum, wie er also liegt. Könnte auch ein Stein sein. Wenn hart genug. Ach, komm. Der crazy shit turn, wie du ihn vorhin genannt hast. Ich weiß es nicht mehr und es hat wieder funktioniert. Das ist der Hammer, ey. Okay. Tja, ich lerne von den Besten, also in dem Fall von dir. Du meinst eher den Besten, was gerade zur Verfügung steht, oder? Also kann man es auch sehen. Wir müssen ja ehrlich bleiben. Wir müssen ja ehrlich bleiben. So. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass du jemanden erzählst, du spielst in der ersten Bundesliga Blood Bowl und derjenige, der blutige Anfänger ist, würde sich dann nicht ein bisschen bescheiden fühlen. Ist doch nichts Schlechtes. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Der ist halt immer noch so ein Pain in the Ass, Dude. Der geht mir voll auf den Zeiger, weil er halt Blocken hat. Das sind Dinge, die ich gar nicht gut finde. Leute, die Blocken haben, die nicht ich bin. Aber hauptsächlich gewinne ein paar Meter. So. Das ist doch schon mal ein Anfang. Reinbringen kann, dann habe ich eigentlich schon viel geschafft, aber das ist dann extrem eng. Da würde auch reichen. Das Spiel bleibt halt einfach ein krasses Konzentrationsspiel, ey. Kannst du machen, was du willst. Jetzt hauen wir erstmal den da. Naja, hauen geht anders, aber Hauptsache, er ist beschäftigt. So. Und es wird weitergeschoben. Jetzt habe ich ja ganz schön viele 2+ zu würfeln. Ne? Ich habe das Gefühl, irgendwo wird eine 1 mit bei sein. Ich hoffe doch sehr, dass sie irgendwo eine 1 mit bei sein wird. Darauf spekuliere ich tatsächlich. Ich will auch halt mal jemanden hauen, es geht ja nicht so weiter. Moment, hier. In meinem Vertrag steht, das darf nur ich. Hast du mit dem beim Alex unterschrieben, ja? Ja, genau. Jetzt steht er da an meinem Ballträger dran. Das ist ja noch viel unverschämter. Da muss ich nochmal ganz dringend mit meinem Manager reden, ob das so in Ordnung geht. Ich habe da nämlich so meine Zweifel dran. Plumps.
Jetzt kommen wir wieder in den Bereich rein, wo ich wieder so arg viel würfeln muss. Ich mag eigentlich würfeln gar nicht. Ja, in dem Spiel sollte man würfeln auch tatsächlich vermeiden. Das ist irre, obwohl es ein Würfelspiel ist. Dann gucken wir mal, was jetzt hierbei rauskommt. Da kann man eine philosophische Sinnfrage stellen, weißt du? Und da geht er runter. Nee. Da war die Doppel 1, da war die Doppel 1. Ach, und auch noch. Oh, nee. Injury. Und weißt du, ich finde das sogar traurig. Weißt du, warum? Weil ich dafür keine SSP bekomme. Tja, siehst du mal. So verweigere ich dir die SSP, indem ich meinen Leuten sage, soll ich doch vorher schon mal auf den Boden werfen und sich dabei das Genick brechen. Das ist dann wie die Judäische Volksfront, ne? Oh Gott. Ja, jetzt muss ich den ja halt irgendwie operativ entfernen. Wir würfeln da mal ein paar Pushs. Aber jetzt gehen wir erstmal mit dem dahin. Da. Nee, ich warte noch ganz kurz. Der Zauberer Suicidal Elfen. Ja, so nicht, glaube ich, mein nächstes Elfen-Union-Team. Suicidal Elfen, genau. Ja, ist halt die Frage, ne? Der kriegt er überall eigentlich auf die Schnauze. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre auch nur ein Push gewesen. Nee, nee, das war ein bisschen mehr. Aber damit kann ich mich jetzt auch endlich frei bewegen. Wie ein Zwerg sich bewegen können sollte. Frei wie ein Stein. Soweit die Beine reichen. Genau. Free like a stone. Ja, komm. Oder, nee, jetzt zimmern so. Ja, er ist immerhin so freundlich und geht direkt zu Boden. Das mag ich an euch Elfen. Wenn ihr Ua sagt. Da wird gerade im Chat gefragt, ob der James Bond wirklich Ornithologe ist. Und die Antwort ist gemäß der Wikipedia Vogelbeobachterliste ja. Ich habe mich auch gefragt, ob das der fiktive Charakter ist. Aber ich denke mal, es ist wirklich der fiktive James Bond, der einfach Vogelbeobachter in seiner Fiktion war. Ich fand den Namen einfach cool. Dachte ich mir, warum nicht? James Bond im Team kann er nicht schaden. Jawohl, Pinsi, klatsch es um. Tu ihm weh. Und geh noch hinterher, weil du ein tougher Dude bist. Ja, so machen wir das. Ich komme meinem Ziel immer näher. Für Zwerge ist das eine Aufgabe für Jahrhunderte. Aber sie haben bloß ein paar Turns Zeit. Seine wahre Kraftanstrengung, davor zu kämpfen. Ja, so richtig rosig sieht das ja nicht mehr aus. Ja, zwei Linienverteidigung wäre noch möglich, aber wird schwierig. Das wäre schon ein weiter Weg. Für so einen Fänger. It's a long way to the top. So mit AC/DC auszudrücken. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Und manch einer braucht auf dem Weg dorthin Sauerstoffmasken. Er will gar nicht hinterhergehen. Oh, er betreibt Social Distancing, ne? Das ist ja auch ein geiler Elfenname aktuell, ne? Social Distancing. Weil die ja normalerweise keinen Nahkampf machen wollen. Move.
Ach, du mit deinem Block. Ja, ich mit meinem Block, ne? Na gut, na gut, na gut. Dann kann ich eigentlich... Nee, komm, ich komme sogar dahin. Wie geil ist das denn? Will ich den da noch zu? Dann... Ja, es kann jetzt hier natürlich etwas ganz fürchterlich schief gehen. Der muss jetzt erstmal hier operativ entfernt werden, der Junge. Oi! Oh. Der Peter Berthold. Fall für ein Abo. Rüstung. Das ist ein Fall für ein Abo. Eigentlich gar nicht. Ohne Witz, nein. Macht man nicht. Weißt du, wann du den Abo ziehst? Erzähl. Wenn er keine schlimmen Effekte hat. Oder wenn es ein toll. Also wenn, weil dann kommt er nämlich wieder aufs Spielfeld. Dann, also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass etwas schief geht, wenn du schon irgendwie einen Rüstungssenker, Stärkesenker, Geschicklichkeitssenker als Effekt hast. Rüstungsdown ist ärgerlich, aber das nimmst du einfach so hin. Dann ist der Spieler für dich einfach nicht mehr wirklich wichtig, dann schmeißt du ihn im Zweifelsfall irgendwann raus. Wenn jetzt ein wichtiger Spieler, ein strategisch wichtiger Spieler den Apo bräuchte, hätte ihn nicht mehr. Deswegen macht man normalerweise den Apo nur für strategisch wichtige Spieler oder wenn man weiß, der kommt sowieso wieder rein. Wobei jetzt... Also du meinst im Grunde, der minus 1 AV-Fänger für 110.000 Gold, der wäre noch akzeptabel für eine Weile. Und dann würde ich ihn irgendwann rausschassen. Also tatsächlich. Wobei, ich wollte gerade noch hinzufügen, aber jetzt sind wir am Ende des Spiels. Kannst du tatsächlich drüber nachdenken, dass man das machen kann. Aber ich glaube, okay. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich denke, ich hätte ihn wahrscheinlich noch nicht gezogen. Aber kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber warte mal, das muss ich weiterspielen. Sonst, das merke ich mir. Also du musst halt immer genau überlegen, quasi brauche ich den Apo noch und wenn ich das ist aber auch so eine Erfahrungssache tatsächlich natürlich. Boah, komm, jetzt gehen wir mal dahin. Und dahin. Hey, warte mal, komme ich da noch hin? Ah, nee, das ist ein bisschen kacke jetzt hier, okay. Also ich gehe jetzt dahin. Ich kann das auch dir ein andermal also genauer erklären. Also es gibt halt einfach Situationen, wo die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass du deinen Spieler wiederbekommst. Ich meine, 110.000 zugegebenermaßen ist teuer. Der hat auch schon 3 SSP. Da kann man das machen. Kann man. Aber es gibt auch Situationen, wo man vielleicht sagen würde, nee, da macht man das doch nicht. Okay. Ist sagen wir es mal so, als Anfänger fühle ich mich impulsiv erstmal ein bisschen wohler, damit meine ersten paar SPP zu schützen. Das Aber es gibt sicherlich ausgebuffte Schritte, die man da machen kann, wenn man ein bisschen abgebrühter geworden ist. Das ist richtig, ja. Also ich gebe zu, ich habe das auch gerade eben nicht gesehen. Also nur weil da jetzt quasi ein gefährlicher Rüstungsbrecher kommt, macht man deswegen nicht gleich ein Apo. Aber wie gesagt, die Meinungen können da unterschiedlich sein. So, jetzt hau ich den da noch. Der wäre zum Beispiel genauso schlimm, wenn dem jetzt hier was passiert. Aber es ist genauso schlimm. Also es ist nicht schlimmer. Aber immerhin bleibt der liegen, der Junge. Christian Ludwig Brehm. Mhm. So. Und der Zwergenexpress schneckt sich weiter zum Erfolg. Hallöchen, Taktikfuchs. Ey, der Taktikfuchs ist da. Grüß dich. Ikonoklast ist auch hier. Na, Thomas. Er wird mich eher als Line of Departure kennen aus dem Discord als unter Ikonoklast. Das ist ja so ein altes Handle, das noch auf Blood Bowl weiter existiert, weil der Account einfach schon ein bisschen älter ist. Ich habe halt nur gesehen, wie du mich angeschrieben hast und dass du halt im Spiel auch so heißt. Aber ich glaube, das hast du absichtlich so gemacht, ne, damit ich dich erkenne. Ja, genau. Clever mitgedacht.
Er kennt beides. Er kennt beide Namen von dir anscheinend. Ach so, ja gut, vermutlich, weil wir schon mal ein bisschen PM'd haben und er auch meinen Blood Bowl-Handle kennt, weil er auch Blood Bowl-technisch aktiv ist. Jetzt stellt er sich doch noch in den Weg. Menschliche Enttäuschung macht sich breit. Zum Glück sind wir Zwerge. Also kann uns das egal sein. Ja, komm, weißt du was? Ich wollte gerade schon sagen, das ist aber ein tougher Move, du. Autsch. Aber das ist auch nur ein Lineman, ne? Ja, okay, Lineman geht, ja. Wobei Bewegung 6, das ist ärgerlich. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei einem Lineman, ist es nicht so schlimm, würde ich sagen. Aber wenn das jetzt ein Läufer gewesen wäre, das wäre der Tod für den gewesen. So, dann. Ja, gehe ich mal da. Ja, Hans Heinrich hat halt Unrecht. Das ist nicht der erste Kill der Liga tatsächlich. Gab schon einen. Ja. Ein Hobgoblin ist flöten gegangen. Wer spielt denn Chaos-Zwerge nochmal? Lass mich kurz überlegen. Dark Walker TD. Ich wüsste nicht, dass der dir jetzt irgendwie schon bekannt wäre. Nö, namentlich tatsächlich gerade eben ist der für mich unauffällig eher. Der erste richtige Kill. Jetzt werden schon Einschränkungen gemacht. Der erste richtige Kill, genau. So. Erstmal die Situation klarstellen. Genau, aber First Turn Kill geht dann zumindest noch als schnellster Kill. Ja, genau, das ist die progressiv immunisierende Marginalkonsolidierung, wenn man dann anfängt, Sonderfälle zu entwickeln, damit man auch ja noch irgendwie die Nummer 1 bleibt. Aber ja, ich glaube, es ist dann sicherlich der schnellste Kill. Wobei in dem anderen Spiel der Kill auch sehr früh gekommen ist. So, warte mal, dann batschen wir den Jungen hier mal. Ja, wer oder batscht auch hier nicht. Das ist der Moment, wo ich dann doch mal am Ende dann mal anfange, mal wenn ich zwei übrig habe, ein Ziel. Dann gehe ich da noch hin. Und der Junge hat Bock. So. Halt, ich habe noch einen. Ich gerade eben sehe. Den hätte ich beinahe vergessen. Ah, Timmy, nein, wir sind nicht parteiisch. Ich weiß, ihr seid grundsätzlich nicht für mich. Ich weiß, ihr seid nur gegen Elfen. Das weiß ich doch. Und wieder ist er dran. Kommen Sie mir nicht zu nahe, auch wenn Sie eine Gesichtsmaske tragen, Sie komischer Elf. Ey. Immer noch eines der geilsten Dinge in diesem Spiel. Ja, komm. Was wird denn das jetzt? Bin ich halt schon irgendwie lästig, was da gerade eben passiert. Okay. Na gut. Den hier habe ich frei.
mache schon mal mein Notizbüchlein auf mit einer furchtbar gezeichneten Turn-Abfolge eines One-Turners, den ich noch nie probiert habe, geschweige denn geschafft hätte. Ich habe einmal einen geschafft. Einmal. Das war wichtig. Das war okay. So, der sieht nämlich jetzt Sterne. Jetzt stelle ich den da auf. Das ist super. Eieiei. Da gehen jetzt aber schon ein paar Zwerge down. Elfen down. Meinst du? Ja, ja. Elfen, Zwerge, alles gleich. Freudscher Versprecher, jetzt wissen wir ja, was du eigentlich wirklich spielen willst, wenn ich deine Community lassen würde. Ja, ja. Die Community weiß das auch. So. Gehen wir noch dahin. Ach komm, mal crazy shit. Crazy. Und der ist gar nicht so wichtig. Wobei doch ist er. Oh, ich bekomme hier gerade Eistee, dankeschön. In deinem Chat wird gerade gefragt, was das Ziel von Blood Bowl ist. Der kennt das nicht. Also ich meine, es ist, glaube ich, recht perspektivenabhängig. Wenn es nach Merbs Community geht, dann ist es das Töten von Elfen. Ja. Und wenn es nach mir geht, dann darf auch mal ein Touchdown sein. Also im Kern sollte man am Ende schon irgendwie... Also es ist im Grunde eigentlich ein Footballspiel letzten Endes. Und ich muss in die Endzone kommen, genauso auch wie mein Gegenspieler. Aber es ist halt sehr viel brutaler, sage ich jetzt mal. Also es ist halt einfach ein übles, derbes Geknüppele. Oh, nice. Kann man mal machen. Ich hatte eigentlich hier auf einen Surf spekuliert, aber wie so vieles im Leben ist mir das nicht vergönnt. So, der sieht Sterne, der liegt am Boden. Ja. So, jetzt kann ich mein Getränk hier mal aufmachen. Cool. Wenn ich es aufkriegen würde, ich stelle mich dabei sehr dumm an, gerade eben. Oh. Das war jetzt mal mutig. Dann wird es auch noch so übel belohnt. Ungerechtfertigt. Unfair. Unsportlich. Ich verurteile das zutiefst. Mhm. Okay. Wenn du mich über die über meine Endzone hinausschiebst, ist es vermutlich auch so ein Surf, ne? Ja, ja, sobald du raus bist, bist du raus, dann darfst du Autogramme geben. Auf die Schuhe der Zuschauer. Ja, das ist ja alles nicht so. Nicht so rosig hier. Das ist noch ein Turn. Ich lass das mal. Ich lass das mal so stehen. Okay. Bin überrascht. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch besser hätte machen können. Oder meinst du, ich hätte die wegbewegen sollen? So ein paar. Du hättest mir da deutlich mehr Druck machen können. Deutlich mehr. Na gut.
Nur ein Würfel. Ist nicht geil. Weil der ja noch im Weg ist. Ich bin so doof, das hätte ich auch anders machen können. Würde mich interessieren, wenn du mir nach dem Spiel erklären könntest, wie ich da mehr Druck hätte machen können. Aber jetzt lasse ich dich erstmal in Ruhe, aber das würde mich wirklich nochmal interessieren. Ja, du musst halt ausweichen und dann Druck aufbauen tatsächlich. Ja, das wäre die Möglichkeit gewesen. Jupp. Und okay, der ist raus. Und jetzt reicht eigentlich nur ein Schieben. Und ich bekomme sogar mehr. Hättest du nicht blitzen? Muss ich nicht. Also gerade eben. Also du bist dann ja schon drin, klar, er steht ja in der. Ich hätte noch blitzen können, aber ich habe nicht genügend Spiele übrig, weil ich mich hier ein bisschen vertan habe mit der Reihenfolge. Mhm. Wie gesagt, ich bin da momentan noch so ein bisschen im Wiederreinkommen. Und noch K.O. Touchdown. Na also, Dankeschön. Und Tank hat übrigens den Touchdown gemacht, wie wir gerade sehen. Tada, genau Grim Reaper. Typisches Zwergenspiel, 1-1. Deine Jungs wollen aber auch echt nicht, oder? Das reicht niemals für einen One-Turner. Nö. Jedenfalls nicht gemäß Skizze hier, die ich mir mal aufgemalt habe. Erstmal alle dahin stellen. Oh Mann. Alles klärchen, sprach das Bärchen. Also selbst wenn du das noch versuchst, kann ich halt nur noch hoffen, dass es jetzt hier nicht zu einem Blitz kommt oder sowas, ne? Ja, Blitz ist egal. Ich kann ja damit eh nicht viel anfangen. Aber, das wäre für dich richtig, ist da kein Zusatzturn. Wie heißt es? Ein Aufruhr, dass man halt einfach nochmal einen Turn dazu bekommt. Achso. Das wäre ungünstig. So. Wo ist denn mein anderer Blitzer? Der ist gar nicht mehr da, ne? Nee. Ja. Ich will eigentlich hier nur nochmal so einen Pass machen. Ja, für ein SSP, ne? Ja, dann hast du wenigstens mal den. Ach komm, leck mich doch. Entschuldigung. Ich sehe es genauso wie du. Das wäre halt die Gelegenheit gewesen, jetzt für mich nochmal drauf zu hauen, aber man weiß es halt einfach nie. Pass. Hat er. Tja, dann nehmen wir wohl beide wahrscheinlich dieses eine Würfelchen mit nach Hause, ne? Noch ein bisschen drauf. Autsch. Und Autsch. Oh mein Gott, ich bin blind. Ich habe seine Unterhose gesehen. Und Autsch.
Gibt's denn eigentlich ein Gentleman's Agreement, was so Fouls in der letzten Runde angeht? Also ich mache das grundsätzlich nicht, habe ich auch noch nie gemacht, weil ich das persönlich einfach sehr unsportlich finde. Weil es einfach in dem Augenblick im aktuellen Spiel dann keinerlei Nutzen mehr hat. Es kommt halt ein bisschen drauf an, ne? Also wenn es eine Liga ist, in der man sich häufiger begegnet, dann könnte ich verstehen, dass man sagt, okay, das eher, wäre in Ordnung. Ja, aber ansonsten. Aber ich finde, das muss vorher geklärt sein, weil sonst ist es nur bitter irgendwie. So, jetzt gucken wir uns das gerade eben mal an, wie hier die Situation war. Ne? Wir sehen, 3 Rüstungsbrecher hast du gemacht, ich habe 16 gemacht. Dann, ich war natürlich typisch für Zwerge meistens im Ballbesitz, ich habe 44 Tackles gemacht. Da sind ehrlich gesagt 16 Rüstungsbrecher, klingen viel, sind aber nicht viel. Hätten mehr sein können. 19 Tackles. Es ist aber nicht viel zu wenig. Aber es sind, ich glaube, 1 oder 2 mehr hätten es vielleicht sein sollen. Ansonsten bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden. 19, 11, 13. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Ausbeute für Zwerge. Bei dir sind es 19, 11, 12. Ja, Elfen würden sagen, ein bisschen wenig, ne? Die Punkte hier. Ich sage, es ist okay. Okay. Für mich ist es okay. Gucken wir uns mal insgesamt mal jetzt hier mal bei dir die W6er an. Die W6er waren bei dir weitgehend okay verteilt. Du hast vielleicht so ein kleines Loch hier bei der 4, aber nicht katastrophal. Wie ist es bei mir? Ich hatte sehr viele 5er und sehr viele 2er. Ja, das gleicht sich aus. Weil mit der 2 fange ich genauso wenig an wie mit der 1. Ansonsten ist es weitgehend okay verteilt. Vielleicht ein bisschen wenig 6er im Vergleich zu den 1ern. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Was sagen die Blockwürfel? Die Blockwürfel sagen, dass das sehr, sehr üblich war. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe sehr viel Pushes gehabt, wie ich gerade eben. Ich hatte fast 3-mal so viel Pushes wie ein normales Ergebnis. Ha! Da hast du sogar noch Glück gehabt. Und da sehe ich jetzt auch, wo die zu wenig Rüstungsbrecher herkommen, meine Damen und Herren. Genau, weil es jetzt so viele Pushes gab. Und dann gucken wir mal bei dir. Ja, du hast sehr wenig geblockt, aber das ist jetzt auch kein mega krasser Ausreicher. Hier zusammen, das sind 13, das ist zusammen sind 14, das sind 9. Ja, du hast zu wenig Pushes gehabt. Du hast die Pushes nicht gehabt, die ich zu viel gehabt habe. So kann ich das jetzt mal zusammenfassen. Aber ich bin zumindest nicht unzufrieden. So, jetzt können wir mal hier werden. Bestätigen muss man das, glaube ich, nicht. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, einfach ready, ne? Abgeschlossen. Wie das ich glaube, das letzte Mal mussten wir es noch bestätigen. Wir haben die Liga ja gerade neu gestartet und jetzt mag es anders sein. Kann es sein, dass es der Liga-Manager bestätigen muss, weil die Partie wartet auf ihre Bestätigung steht dran. Ja, dann ist es der Fuchs. Muss ich, glaube ich, machen. Ja, genau. Musst dann du machen, Thomas. Amte mal deines Waldes, lieber Taktik-Wuchs, damit wir da eventuell auch SSP hier erleben. Das wäre saugeil. Dann könnte man eventuell sogar mal gucken, ich habe jetzt gar nicht geguckt, welche Mannschaft bei mir jetzt wo jetzt hier SSP gewesen sind. Ah, nee, ich habe keinen. Gorwin hat die 5 Punkte bekommen. Aber du jetzt sogar ein Level-Up, also für dich wird sich das sogar lohnen. Ja, schon. Ich frage mich jetzt halt gerade, wie ich den am besten verteile, weil wir haben ja 2 Zwergenteams, glaube ich, in der Gruppe und noch einen Chaos-Zwerg und deswegen weiß ich gerade nicht, ob es Sinn macht, mir Dodge zu holen oder ob ich irgendwie einfach lieber mal Block hole. Ich glaube, ich gehe eher erstmal auf Block. Das ist meine Amateurmeinung jedenfalls. Das ist sogar wahrscheinlich richtig. Warte mal, wir gucken mal rein. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Ja, das Meinung ist schon richtig, wenn man das so plant. Es gibt da unterschiedliche Lehrmeinungen, aber wenn wir wirklich so viele, ja, warte mal, Chaos-Zwerg, ich bin Zwerg, noch ein Zwerg, ach du Scheiße, ey, und noch ein Ork. Ja, also dann würde ich an deiner Stelle auch eher auf Block gehen. Das ist wohl wahr, absolut richtig. Es sei denn, du wirfst ein Double, dann würde ich ernsthaft über ein Unterstützen nachdenken. Ja, ich würfel mal. Mal gucken, was da bei rumkommt. Peter Berthold würfelt. Moment, wo ist denn das Level Up? Roll the Dice. Das ist eine 4 und kein Double. Also okay, ganz normal. Ich denke mal, es wird ein Block. Dann würde ich auch empfehlen, dass es Block wird. So, warte mal. Ich guck mal, wer ist denn mein nächster Gegner? Nächster Spieltag spiele ich gegen Ich mag drauf. Sag mal, das sind die an... Nee, Ich mag drauf. Das sind die Orks. Okay, dann können wir uns schon mal die Orks von Kevin hier angucken. Die haben einen Troll dabei, um Gottes Willen. 2 Goblins. Oh, das ist mal eine Aufstellung, die habe ich so schon lange nicht mehr gesehen. 2 Goblins. Bin ich mal gespannt. Tja. Ja, ich habe schon gehört, er präferiert wohl die faulende Spielweise. Dafür sind die Goblins da. Ja gut, wenn er meint. Gegen AV9, ja, du kannst es dir erlauben.
Ja, er muss erstmal die Zwerge knacken. Ja. Also gut, es ist nicht unmöglich, aber muss man halt erstmal hinbekommen. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Spiel. Ja, Ich vielen lieben Dank, Merv. beende jetzt hier auf jeden Fall mal die YouTube-Aufnahme. Wir können ja gleich noch eine Weile schnacken. Ich sag dann mal, liebe Leute auf YouTube, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.